So, starten wir mal. Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen beim nächsten Livestream von Fallout 4, wo wir auch wieder die YouTube-Folgen aufnehmen werden. Also auch hallo an YouTube. Hallo! Und wir werden, ja, neue Aufnahmesession. Ich muss mich erstmal wieder reorientieren, was wir gemacht haben letztes Mal. Ich gucke deshalb erstmal in die Daten rein. Die verschollene Patrouille. Müssen wir das Trainingsgelände noch aufsuchen? Ich weiß, die meisten wollen, dass ich jetzt endlich nach Diamond City gehe. Aber es gibt halt noch so ein paar Sachen. Preston, nein. Erkundungsteam der Bruderschaft. Unterstützen auch gerade nicht. Wir müssen zur Kinderkrippe Greentop. Da können wir schon mal Bescheid geben, dass wir das geschafft haben. Sprich mit den Siedlern in Northang Beach. So, wo waren denn die Greenwood-Leute? Greenwood, Greenwood, das war das Trainingsgelände, da Kindergrippe Green, nein, Green Top. Muss auch genau jetzt sein, ne? Schlafen jetzt gerade? Ah ne, 17 Schritt darunter. Du bist zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas Vernünftiges hatte. Entdecker-Outfit, neun Kronkorken, doppelläufige Schrotflinte. Also eigentlich hat sie nix. So. Jetzt machen wir einmal schnell eine Reise. Bei der Irish Pride Werft, was war da denn nochmal? Ach, jetzt müsste ich wieder mit Preston reden und dem sagen: Ey, pass mal auf, ich habe schon wieder ein Dorf befreit. Und er sagt: Geil, noch mehr Sklaven für uns. Ich gehe erst zum Polizeirevier, dann reden wir mit Dane, Dante. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Danes. Der Typ. Aber ich bin heute so durstig. Dance. Dance sagt der Chat, Dance hat recht. Jordel hat recht. Da bist du ja wieder. Gibt es was Neues von der Patrouille? Ich liebe es einfach, mich zu sehen. Das Erkundungsteam geriet in einen Hinterhalt. Sie haben ihre eigene Powerrüstung zerstört, damit diese nicht in gegnerische Hände gelangt. Es gab nur drei Überlebende. Ein tragischer Verlust. Aber sie taten, was sie tun mussten. Unsere Technologie muss um jeden Preis beschützt werden. Gut, danke für den Bericht. Ich liebe dich. Aber geh ruhig weg. Ich dachte, ich krieg wenigstens ein bisschen EP hier an der Stelle. So, da waren wir. Na, gehen wir erstmal dahin, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum es markiert ist an der Stelle.
Raider sind die Geister des Ödlands, im Commonwealth wie auch überall sonst. Sie sind locker organisiert in einer Machtstruktur, die auf schierer Rücksichtslosigkeit basiert. Einen Grund gibt es nicht. Na super. Ich sah nicht, hier war noch ein Geschütz. Wo auch immer die Mine noch herkam. So, da waren wir ja schon dran. Terminal von Lenz, wir kennen es eigentlich. Deshalb, ich muss die Aufzeichnung nicht nochmal lesen. Safe-Steuerung ist egal. Wir haben ja die ganzen, was waren es nochmal, die Supermutanten, die hier rumgelungert haben, haben wir ja alle getötet. Oder doch nicht? Ah, Munition. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Wo kam jetzt die Granate her? Habe ich die selbst geschmissen? Habe ich anstatt ducken, werfen gemacht. So, kurzes Improgewehr. Eigentlich suche ich sowas wie ein Bett. Damit ich den Sturm abwarten kann. Ah, abbrechen. Weil während des Sturms können wir uns ja leider nicht großartig rumbewegen. Das gibt ja nur Probleme mit der Strahlung. Wir machen es mal auf den Weg zum Kleeblatt. Weil es ist irgendwie markiert. Ich habe aber irgendwie nicht die Quest dafür, wie ich das richtig sehe. Und deshalb schauen wir da einfach mal so vorbei. Hush Pride? Irish Pride? Ach so, ja, Irish Pride Werft. Na, du doofer Käfer. Gut, hier gibt's eine Möglichkeit, eine Powerrüstung hinzustellen. Ha, ein Kronkorkenvorrat auf dem Schiff. Toll, und oben ans Schiff kann es nicht drauf. Nee. Auf den Sensoren gibt es hier Strahlung. Lautes. Das war's schon. Ich hasse Mücken. Das ganze Stechvieh geht einem doch nur auf die Nerven. Na? Boah, Junge. Hat es mich angespuckt? Wenigstens Cottbus verfolgt mich weiterhin. Ah, guck mal, eine Leiche. Ohne Kopf. Ah, der Kopf ist doch dran.
Beste ist, dass du aussiehst, wenn er 6 Kugeln wegschmeißt und in Wahrheit füllt er nur eine nach. Ach, ich sollte mich auch eben kurz heilen. So, dann suche ich mal eben kurz den Eingang. Dann schauen wir uns mal die Werft von innen an. Ja, der will da schon wieder einen Red Away nehmen. Aber ich will jetzt gerade das nicht machen. Du kannst ja eh bestimmt im Dunkeln sehen, mein Freund. Sir, diese Stille ist ein wenig beunruhigend. Red Away. Warum finde ich eigentlich in letzter Zeit auch so viele Knochen? Eine Haarklammerbox, sehr schön. 7 Haarklammern. Gut, wieder ein paar Türen aufzukriegen. Da können wir die Tür entsperren. Hinterm Spiegel ist erstmal nix. Klebeband. Hundefutter brauchen wir nicht. Also echt, Cotsworth. Letztes Mal bist du immer abgehauen, jetzt klebst du mir immer am Bein. Was bist du denn? Müllluck Schlüpfling. Oh nein, hier sind wieder kleine Krabben. Ist da was anderes drin? Also irgendjemand ist hier auch und quatscht zwischendurch. Wahrscheinlich ist das irgendeine Maschine oder Roboter. Vorsicht, Sir. Bäh. Das hat mich angespuckt. Man hört nur das Summen meines atomaren Antriebs. Ich höre noch ein bisschen mehr. Will ich nicht, Schläger brauche ich nicht, Putzmittel brauche ich nicht, Stange Zigaretten brauche ich nicht. Einmal Psycho. Das sieht schon ein bisschen stärker aus als der letzte. Oh, kritischer Schlag und es war gerade mal ein Viertel. Ja, mach du das. Bäh. Das war nicht das Effiziente, den auf den Panzer zu schießen. Boah, ich hasse Kram. ...43 hat er gebracht, EP. Oh, Cotsworth liegt aber auch. Und der hat sogar Kronkorken dabei, 3 Stück.
So, weil der Stimpack dabei hatte, werde ich mir auch mal ein Stimpack gönnen. Vor allem, wir haben 55 Stimpacks. Ich muss mal ganz kurz auf den Chat achten. Und ja, ich lese den Chat manchmal, aber ich reagiere nicht auf alles im Hitbox-Chat. Die Kombi-Schraubenschlüssel, da sind auch die Federn mit drin. Deshalb nehme ich die auch mal mit. Und ich denke mal, auf dem dämlichen Schiff wird dann irgendwas noch sein. Oder irgendjemand, der die Murkys hier mag. So, von hier sind wir eigentlich gekommen. Oh, er ist reingegangen und hat alles angegriffen, okay. Patronen, Frostschutzmittel, Wunderkleber. Okay, Rüstungswerkbank, paar Patronen, Klebeband, Skalpell, noch ein Kombischraubenschlüssel zum Auseinandernehmen. Die leeren Farbdosen kann ich mal hier liegen lassen. Oh, da unten ist ein Ei. Ich hole die mal nach oben. So, Cotsbros. Ich hoffe, du hast ein bisschen Lust auf Krabben. Zweiter Schuss sitzt. Mein Krabbenknacker. So hätte ich die Shotgun senden müssen. Upsala. Ich habe hier eine Kreissäge, auf der dein Name steht. Mad Emotion, ja, danke wegen den Rekrutierungsmaschinen-Tipp gerade im Chat. Ich habe eine Rekrutierungsmaschine in zwei Siedlungen aufgestellt. Aktuell. Ja, und den Rest muss man halt noch gucken, ne? Wie wir das dann machen werden. Ich weiß auch nicht, ob ich jede Siedlung wirklich anstrebe. Ich trage zu viel. Ach so. Ah, ich weiß warum. Weil ich ja Taschen habe im Anzug. Moment. Dann machen wir mal eben... Cotsbros, komm mal her. Ich gebe dir mal eben ein paar Sachen in die Hand. Vor allem die Hand. Die Impros kannst du auch mitnehmen, die Modifikation. So, er darf nur nicht zu nah an mich kommen. Sonst passt mein Strahlenschutz nicht mehr. Ah! Ja, mach Abendessen! Das habe ich mir nämlich gedacht. Hier unten ist noch was. Metallrüstung, Leichtbau, emailliert und taktisch Kaliber Jagdgewehr. Sie gefüttert hat, selbst zum Futter. Und Irish Pride Schlüssel. Deguan am Stiel. 10mm Pistole, leichte Kleidung. Das können wir erstmal alles vergessen. Hey. Sir? Was mein ist, ist Ihres, Sir. Ich muss mal wieder ein bisschen Gewicht einsparen.
Zum Beispiel die Splittergranaten oder Minen, die ich eh nicht benutze. Bis ich halt wieder meine Ausrüstung anlegen kann. Nein! Jetzt kritisch? Tja, wie viel stärker hat's ja jetzt nicht? Erhöht die Laufgeschwindigkeit um 10%. Hey! Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Schlüssel passt. Auf dem Schiff oder... Und ich kann mal meine Kleidung wieder anziehen. Charisma und Intelligenz. Das wäre mehr Panzerung. Oh, ich sollte vielleicht auch meine Kleidung wieder anziehen. Den SB-Kampfanzug. Ach so, das ist der Schlüssel für den Ausgang hier auf der Seite. Das kann doch nicht alles sein. Hier ist nicht mehr irgendwas großartig versteckt. Und wir haben immer noch nicht gefunden, wer überhaupt gesprochen hat die ganze Zeit da. Ja, kann ich mir denken. Was ist denn da los? Was für eine bravouröse Vorstellung. Tabu-Tattoos. Tattoos. Du hast eine neue Tätowierung freigeschaltet. Yeah! Da kannst du bei GTA schon eine Party drauf machen. Vor allem, gibt es da eigentlich irgendjemand, der mich im Nachhinein noch tätowieren kann? Wahrscheinlich in der Stadt, wenn überhaupt. Rory's Terminal. Dann schauen wir mal, was für Informationen hier sind. Zuchtnotizen. Faszinierend, wie sich die Kolonie seit den ersten verwaisten Schlüpflingen entwickelt hat. Ich hatte solche Angst, dass die... Miriclurks nicht überleben würden, aber sie haben genau das Gegenteil gemacht und sind prächtig gediehen. Ich glaube ja, das liegt an meiner positiven Energie und Liebe. Meine kleinen Murkys sind immer so hungrig. Ich darf nicht vergessen, ihnen das Futter zuzuwerfen, da sie mich neulich fast schon wieder gezwickt haben. Die armen Dinger wissen gar nicht, was sie tun. Ich habe beschlossen, meine Truhe mit Wertgegenständen im Mirrorlurks Nest unter dem Schiff aufzubewahren. Allerdings muss ich vorsichtiger sein. Neulich haben sich trotz meiner Warnung böse Leute reingeschlichen und meine Murkys haben was Schreckliches getan. Ich bin froh, dass keiner meiner Tierchen verletzt wurde, aber es war furchterregend zu sehen, wie sie so beiläufig töten. Ich muss sie noch besser abrichten. Ach so, nur positive Eigenschaften für meine Mirrorlurks. Durchsagen abschalten. Friede, Freude, Mirrorlurks. Okay, der hat die halt einfach gezüchtet, aber ich habe dem seine Truhe unten ja schon gesehen. Schwer zu sagen. Heutzutage weiß niemand mehr, was sauber bedeutet. Du kannst doch hier putzen. Kotzwurst. So, das Einzige, wo wir jetzt noch drauf können, ist wirklich nur noch da aufs Dach. Und dann haben wir eigentlich alles hier drin gesehen. Vielleicht muss man irgendwann später nochmal hier hin.
Aber wir haben ja seine Leiche auch da unten gefunden. Ups, ich hänge hier fest. Ich möchte nicht runterfallen. Oh, na toll. Das Beste ist, jetzt stelle ich natürlich fest, dass hier unten gar keine Strahlung ist im Wasser. Wo der doofe Roboter vorhin gesagt hat, oh, bitte pass auf, da unten ist die Strahlung heftiger als woanders. Denkst du jetzt auch nur noch? Du mich auch. Ein guter Zeitpunkt, den Wasserfilter aufzufüllen. Ha! Sollte ich ein paar Stunden hier zur Ruhe kommen, weil ich habe schon lange nicht mehr geschlafen. Das Warten ist nicht dasselbe. Marilux. Ich werde gerade im Chat korrigiert, wie man sie ausspricht. Marilux. Wenn der Stream heute übrigens ein bisschen besser läuft, es könnte daran liegen, ich habe gewisse CPUs dem Rendern zugeordnet und dementsprechend sollte es eigentlich vom, ja, sollte es keine Konflikte mehr geben, weil ich glaube, diese Renderkonflikte, die manch einer gesehen hat, die sind dadurch entstanden, dass ich alles immer über dieselben CPUs gejagt habe. So, und es ist dunkel, es ist Nacht.